Herzlich willkommen beim Fritzl Light Benefizabend hier im Rechnerhaus in Lades. Mit eurem Einsatz, das eben in die entlegensten Gegenden hinbringt und denen das nackte Überleben ermöglicht. Eine Blindenstation und eine Secondary School. Ihr seid insgesamt über 500 Kilometer gelaufen. What do we need? Ja! Mit Lauftreib, damit er diese Leute, denen es nicht so gut geht wie uns. Wir wissen nicht, was Kämpfen heißt, wir wissen nicht, was Hunger heißt. Heute am Abend große Benefizgala für dein Nepal-Projekt. Und die Message, die da an unsere jungen Menschen weitergegeben wird. Da werden Schulen gebaut. Wir sind immer begeistert, wenn wir immer mehr Leute dazu bewegen können, Gutes zu tun, das einen Sinn hat. Vierte Benefiz-Event in Lades, eingeladen von der Gemeinde Lades und vom Kulturverein. Dankeschön, hallo. Rechnungsprüfer, der Hansa Zerzer und die Christiane Schwemperl. Ich bitte euch, eure Eltern, alle Tiroler, macht's mit. 7 Euro tut keinem Menschen weh im Monat. Da hat uns der Fritze das Projekt von ihm vorgestellt. Und mich freut's, dass er heute da ist. Fritze Greif, Christine Jarosch, ich freue mich ganz fest, dass ihr vor Weihnachten Zeit gefunden habt. Ich bin Gera Beatrix. Da gibt's offensichtlich einen Käufer. Wenn wir sie die anschauen, so gibt's jeden helfen, ohne zu missionieren. Gratulation. Und was ich unheimlich stolz bin, dass sämtliche Lehrerinnen Mitglieder geworden sind. Wir machen das Altersheim fertig. Armut! Was du mir nicht? Ja! 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 Da bin ich ganz stolz. Was für ein Privileg wir haben, hier in Tirol leben zu dürfen. Ding, gong. Dankeschön. Wir können nichts mitnehmen, Lerber. Und wenn man andere etwas Gutes tun kann, dann sollte man das auch machen. Ich bin wirklich berührt und gerührt, was ihr alles auf die Wege stellt. Ich 70 Jahre ohne Krieg. Eine Schule bauen. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Und wir werden die voll unterstützen. Vielen Dank, bitte. Ja! Den Bauplan von der Schule. Was hinter Fritzelein steht. Unschuldigen Menschen zu helfen. Das Leithaus hat man vorher nächstes Jahr. Miteinander harmonisch zu leben, zur Bildung beizutragen. Und was mir am meisten begeistert, dass so viele tolle Menschen denen bewusst ist, wo wir wirklich leben dürfen. Ja! What do we need? Ja! Ja! Wir sind persönlich dabei, bis auf 4000 Meter, helfen den armen Menschen im Anorak rein. Das ist echt eine tolle Möglichkeit, dass wir Einblick kriegen in die Situation in Nepal. Und wir sind total glücklich, dass wir so viele tolle Mitarbeiter und freiwillige Helfer haben. Für mich so eine Bereicherung. Weiß man, was Geld herkommt, was für eine Freude es macht. Ich zeige den Kindern, wie es in anderen Ländern zugeht, zur Förderung des humanitären Bewusstseins. Wir freuen uns, dass wir die dahingehend unterstützen können. Großartig, auch das Bildmaterial. Dass das hundertprozentig denen zugute kommt. Wenn wir das so machen, dann schaffen wir 50.000 Liter. Die Welt ein bisschen aufzurütteln. Machen nicht viele. Nein, mit diesem Einsatz. Gell? Und mit dieser Liebe. Mehr
geht nicht mehr, weil das war schon mehr. Ihr seid so ein großes Vorbild, nicht nur für uns und für unsere Klasse, sondern wahrscheinlich für die ganze Welt.